Gentlemen, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Minecraft Apollo und damit auch willkommen zurück zum allergöttlichsten Format auf ganz YouTube mit unseren kleinen süßen Hasen, die hier gerade mit mir springen. Tut mir leid, Leute, ich muss los, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns dann später, macht's gut! Leute, oh ja, das wollte ich euch zeigen. Guckt es euch an. Das ist unser brandnagelneues Haus. Brandnagelneu, genau, das ist das neueste. Nicht runterspringen, Hase, was machst du denn? Der springt so gefährlich umher. Freunde, das ist unser Haus. Ihr seht einen kleinen Unterschied. Es ist wunderschön geworden. Es war vorher schon ganz cool, finde ich. Aber jetzt habe ich das ein bisschen umgebaut von der Farbe. Und zwar haben wir jetzt quasi Birken als Basic genommen, so als Basis für den ganzen Kram. Und ein blaues Dach. Ich dachte mir, ein bisschen Farbe schadet nicht. Und vor allem sieht unser Haus jetzt halt anders aus als das von Kaya. Wobei ich mir denke, eigentlich kann man das von Kaya vielleicht auch nochmal umbauen, weil das ist irgendwie ein bisschen lang. Weil unser Haus hier, das sieht jetzt richtig schön aus. Findest du nicht? Ich finde schon. So, genau, hier haben wir es. Das ist unsere erste Tat des Tages gewesen. Ein Schild zu platzieren, beziehungsweise eine Türmatte, wo drauf steht, hau ab, Flo. Falls Flo hierher kommt und wieder irgendwas klauen will oder sowas. Das sollte ihn auf jeden Fall verschrecken. Dann ist hier die Klingel. Hier können wir reingehen und drinnen hat sich auch ein bisschen was geändert. Wir haben nämlich jetzt einen Wecker, der uns sagt, es ist 7 Uhr morgens. Aufstehen, aufstehen. Easy, steh auf! Sowas in der Art. Und hier haben wir ein Bett. Aber das war vorher schon da. Und ich habe das Bild umgehangen, sodass es jetzt hier richtig cool über unserer neuen türkisfarbenen Couch ist. Oh nein, ich wollte mich hinsetzen. Jetzt lege ich mich auf die Couch. Das wollte ich doch gar nicht. Richtig cool, finde ich, wie das Ganze hier geworden ist. Mega süß. Aber in die zweite Etage kommen wir jetzt nicht mehr so einfach, weil die Leiter fehlt, ja? Das heißt, wir können jetzt hier drüben über diesen Fahrstuhl, wo wir sonst immer mit runtergekommen sind, nämlich hier auf unsere Lichtung, können wir jetzt hier hochgehen. Quasi einmal nach oben reisen. Und da sind wir auch schon in der zweiten Etage unseres Hauses, wo unser Spiegel auf uns wartet. Ganz viele neue Truhen und was ich mir überlegt habe, hier oben, den Kram mit dem Trampolin habe ich weggemacht. Wir haben jetzt hier ganz viele neue Kisten. Auch Safe Chests und andere Kisten so mit Zauberzeug und so einen ganzen Kram in rosa, die ich eigentlich ziemlich süß fand. So, wenn wir herausgucken, sehen wir da übrigens auch, ist ein rosaner Baum bei Kaya gewachsen. Den hat sie sich hingezaubert. Jetzt hat sie da quasi so einen Frühlingsbaum, was ich eigentlich ganz cool finde, weil wir damit ein bisschen mehr Farbe einfach hier in das Ganze gekriegt haben im Vergleich zu vorher. Also, was sagt ihr zu unserem neuen Haus? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das besser findet als das alte. Ich selber finde es mega gut, weil es einfach viel fröhlicher ist und irgendwie fühle ich mich jetzt, ich weiß nicht, ich fühle mich glücklicher, wenn ich jetzt zu Hause bin, weil das einfach schön ist. Nicht wahr, ihr kleinen Hasen, fühlt ihr euch auch glücklich? Aber Leute, heute, nein, 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 easy! Gott, bin ich eine hohle Nuss? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wo ist mein Schild? Mein Schild ist weg mit den Toten. Oh nein. Habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Tode. Okay, dann geht's mal zurück. Leute, Scroll of Transportation, haben wir jetzt den Vorteil, dass wir wenigstens gleich bei Kaya sind. Ich meine, warum denn noch nicht? Was mache ich denn, ich dumme Nuss? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Haben wir so den lächerlichsten Tod aller Zeiten kassiert. So, aber wisst ihr, oh, da ist sie doch schon. Ich wollte gerade sagen, lass mal nach Kaya suchen, aber da ist sie ja sogar schon. Hi, na, guten Morgen, wie geht's? Mann, habe ich schlecht geschlafen. Ich bin total übermüdet. Oh, das tut mir leid. Ich habe richtig gut geschlafen. Aber ja, was ist denn, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Hier ist übrigens so eine Blume, die sie irgendwie hergezaubert hat. Also richtig, und vor allem, die macht komische Geräusche. Hört ihr das? Das klingt, als wenn die pupsen würde. Also ein bisschen schon. Okay, okay, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, sorry, ich habe gerade deine pupsende Blume da hinten, die du da hingestellt hast, eingeguckt. Ja, das ist das Portal, Leute. Wir müssen nämlich heute reisen. Hier sind ein paar Sachen, die du gebrauchen könntest. Vergiss nicht, finde die Magier. Hier sind ein paar Sachen, wahrscheinlich hier drin. Sie hat mir einen Bogen gegeben. Und Fackelpfeile, okay, danke. Ich werde die Magier finden, genau. Oh Gott, jetzt geht sie schon? Kaya, alles... Oh Gott, ich glaube, die ist ein bisschen müde. Kaya geht jetzt wahrscheinlich wieder schlafen.
Und ich soll alleine durch das Portal reisen. Leute, in der letzten Folge haben wir nämlich festgestellt, dass wir durch dieses Portal gehen müssen, um die Magier zu finden. Wir müssen nämlich ein Meisterzauberer werden, damit wir zu Nyx ihrer Festung reisen können, wo nämlich auch ihre Familie wohnt und Nyx quasi befreien können, beziehungsweise irgendwie überzeugen können, wieder zurückzukommen und ihr ihre Kräfte zurückzugeben. Und dazu müssen wir jetzt erstmal einen Meisterzauberstab finden. Das geht in der Magier-Dimension. Das sieht auch schön lila aus. Das sieht schon so magisch aus, finde ich. Brauche ich noch irgendwas anderes? Brauchen wir irgendwas? Wir haben hier ganz viele Totems, die kann ich nochmal öffnen. Und Geld. Ich habe mir gedacht, da können wir bald mal was mitmachen. Aber ich glaube, ich ziehe mich jetzt erstmal hier mit meiner Rüstung richtig schick an. Und dann geht es los in die Magier-Dimension. Und zack. Oh, Leute. Oh mein Gott. Wir sind da. Wir sind da. Freunde. In der Magier-Dimension. Hier ist es mega dunkel. Was ist es hier? Warum ist es hier so dunkel? Ist es gerade Nacht? Oder ist es hier immer so? Na gut, gehen wir mal schauen. Also hier ist das Portal. Und von hier aus kann man hier irgendwas sehen? Ist das Wasser? Ey, ihr könnt bestimmt gar nichts sehen, oder? Moment. Ich habe doch Fackelpfeile. Ah nein, jetzt werden die falschen Pfeile geschossen. Hier, die brauche ich doch gar nicht. Hier. Fackelpfeile, die müssen geschossen werden. So, da können wir nämlich jetzt was sehen. Und uns die Dimension ein kleines bisschen heller machen. Vielleicht daran. Oh Gott. Das ist jetzt hell geworden. Moment, da ist was. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Haus. Also so ein Steinhaus irgendwie. So ein Haus, was in den Stein gemeißelt wurde oder sowas. Ist ja interessant. Okay, passt auf. Ich mache es uns ein bisschen heller, damit ihr halt auch was sehen könnt. Ansonsten sieht nämlich keiner von uns was und das bringt dann hier auch nicht groß was, irgendwie hier lang zu laufen. Boah, ist das dunkel da unten, aber ich will die ganzen Fackelpfeile auch nicht verschwenden, die uns Kaya gegeben hat. Schauen wir mal, dass wir hier ein kleines bisschen Licht in der Nähe machen einfach. Und ob wir da irgendwie in dieses Haus reinkommen, weil vielleicht kann uns da jemand sagen, wo die Magier hier sind. Und wo es hier lang geht. So, ich mache nochmal ein bisschen mehr Licht. Zack. Und da... Was war das? Da war jemand, oder? Was ist das denn? Seht ihr das? Lasst uns mal gucken um die Ecke. Hallo? Oh mein Gott, okay, das ist gruselig. Das Vieh sieht richtig gruselig aus. Was machen wir jetzt? Ich hoffe, das greift uns nicht an oder so, aber ich möchte mir das mal anschauen. Wir müssen ja in das Haus rein. Wie machen wir das, ohne dass dieses Mistvieh da uns angreift? Mach nochmal ein bisschen Licht. Wir könnten von hinten ran vielleicht ans Haus. Aber das ist, glaube ich, auch schwierig. Oder... Ei, ei, ei! Nimm das, du verrücktes Biest! Wer redet hier? Da ist ein Opa aus dem Himmel gefallen! Da ist gerade ein Opa aus dem Himmel gefallen! Der macht das Biest fertig! Was ist mit dem los? Oh mein Gott, oh, oh, ist der gefährlich? Ich weiß es nicht. Hallo, Sir, guten Tag, ich bin Easy. Easy von der Cheesy, mein Name. Ha, ein Mensch! Bist du neu hier? Willkommen! Ja, ich bin neu hier, danke, willkommen. Ja, was war denn das für ein Mistvieh, was hier gerade stand? Das sah richtig gruselig aus mit seiner Sense und so. Dieses Viech war ein Night Reaper. Die tauchen manchmal in Scharen auf, wenn man einen von ihnen tötet. Echt jetzt? Aber du hast doch gerade einen getötet. Wir sollten uns verstecken, bevor sie da sind. Komm. Oh Gott, Hilfe. Was? Wir sollen uns verstecken, bevor sie da sind? Wo sollen wir uns denn verstecken? Komm, hier echt noch mehr... Wo geht er hin? Ist er da gerade durch die Wand gelaufen? Hallo? Hä? Oh mein Gott, hier ist ein Geheimgang. Alles klar. Ach, so kommt man in sein Haus rein. Das ist der Eingang. Ja, perfekt. Warte, was macht der da? Ah, wir sind im Feuer drin. Das ist aber heiß hier. Können Sie nicht... Ah, es ist warm. Nein, nein. Ah, ich gehe wieder. Ich hoffe, er geht da irgendwie mal zur Seite oder sowas. Ah, nein, was mache ich denn? Okay, ich glaube... Ah, ich komme nicht durch. Ah, jetzt. Okay, perfekt. Alles klar. So, da sind wir. Junge, du hast hier einfach so einen Geheimgang durch das Feuer gemacht, oder was? Ja, cool.
Ja, also ich finde es echt nice hier, aber vielleicht können Sie mir helfen. Was? Da sind wir, Trautes Heim. Nun, was führt dich denn hierher? Was mich hierher führt, ich suche die Magier. Ich möchte nämlich auf die Magierschule gehen quasi, um da meinen Meisterzauberstab zu bekommen. Und deswegen suche ich die Zauberer. Magier? Hier? Wieso lacht der? Wieso lacht der? Wieso lacht er mich aus? Was soll das? Wieso denn? Was für ein Unfug. Wieso ist das Unfug? Das ist die Magier-Dimension. Ich suche Magier. Das ist überhaupt kein Unfug. Hier gibt es keine Magier, mein Kind. Das hier ist die verfluchte Dimension. Hier kommen die Verfluchten hin. Die Verfluchten? Ich bin doch gar nicht verflucht. Nein, Kaya, was hat sie getan? Sie hat uns in die verfluchte Dimension geschickt. Kaya, was soll da? Wahrscheinlich, weil sie so müde war und nicht wusste, was sie tut. Ja, klasse. Ich bin in der verfluchten Dimension. Na, zu Lebenszeiten wirst du diesen Ort hier nicht mehr verlassen. Finde dich am besten schnell damit ab. Ich finde mich hier überhaupt nicht mit ab. Kaya, kannst du mich bitte mal zurückholen? Ich will nicht in der Warte, ich habe doch die Scrolls. Was? Nein! Hier ist kein Steincircle in dieser Dimension. Ich komme nicht zurück mit den Scrolls. Was mache ich denn jetzt? Ich hau hier ab. Komm, trink einen Schlammtrunk mit mir. Ich habe gerade welchen frisch aufgebrüht. Lassen Sie das. Ich will keinen Schlammtrunk. Ich hau ab. Können Sie vergessen. Ich gehe nach Hause. Wie komme ich am besten zurück, ohne dass mir irgendwelche Night Reaper über den Weg laufen? Nun, wenn du gehen willst, dann geh. Du kannst vom Balkon aus los. Ja? Ach, danke. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss, Sir. Sie haben hier Bären fallen liegen. Ist Ihnen das klar? Aber pass auf, die Night Reaper auf, sonst fressen sie noch deine Seele. Ja, ist gut, hören Sie auf zu labern. Ciao. So, jetzt mal einen kleinen Moment. Wir haben unsere Rüstung an. Hier sind einfach Bärenfallen. Warte, ich mach die alle zu. Nee, ich kann die nicht zumachen. Ah, ich darf da nicht reinlaufen. So, erstmal was essen. Und jetzt müssen wir nur zurück zum Portal, okay? Wir müssen jetzt nur irgendwie zurück zum Portal kommen. Habe ich meinen Glider? Ich habe meinen Hanggleiter. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir haben unseren Hanggleiter. Das heißt, wir können jetzt zurückfliegen. Nein, da sind noch mehr. Nein, da sind noch mehr. Oh mein Gott. Die sind da. Die haben das wirklich gemerkt. Okay, passt auf. Da sind richtig viele. Wir dürfen da jetzt nicht. Wir müssen da zurückfliegen. Und? Komm schon. So. Ha, zack. Was ist passiert? Wo ist das Portal hin? Nein. Das Portal ist kaputt.